Der FSV Zwickau hat sein gestriges Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des FC Hansa Rostock mit 3:2 gewonnen. Dabei mussten die Schwäne nach einer roten Karte für Davy Frick fast eine gesamte Halbzeit in Unterzahl spielen. Der FSV begann die Partie mit 2 Wechseln in der Startelf. Felix Schlüsselburg und Marc-Philipp Zimmermann ersetzten Maximilian Sonnitz und Luis Klein. Zudem coachte Daniel Rupp für den gesperrten Rico Schmidt. Am Ende jubelten die 4.631 Zuschauer verdientermaßen mit der Mannschaft. Diese Woche pausiert die Liga. Für den FSV geht es trotzdem mit einem Pflichtspiel weiter. Am Samstag beim Roßweiner SV in der zweiten Runde des Sachsenpokals. Auf jeden Fall. Also ich freue mich natürlich, dass wir jetzt heute diesen Pflichtsieg, also wir mussten ja schon gewinnen nach den letzten 3 Spielen mit 1 Punkt. Umso schöner, dass wir endlich die 3 Punkte wieder zu Hause geholt haben. Und weil die Aufgaben werden ja jetzt die nächsten 2 Spiele auch nicht einfacher. Dass es endlich gereicht hat, dass wir auch mal alles reingehauen haben, alle gekämpft haben und wirklich bis zur 90. Minute konzentriert geblieben sind und dann nicht nochmal ein Gegentor bekommen haben. Ja, und ja, die Wechsel haben heute wieder gefruchtet, muss man ehrlich sagen. Auch schöne Vorarbeit vom Lloyd und so. Ja, und wir sind halt auch angewiesen auf die Unterstützung von den Zuschauern, vom Trainerteam, von den Auswechselspielern, von allen drumherum. Und das klappt halt sehr schön. Und ja, das, was uns gegen Viktoria gefehlt hat, dass wir da am Ende gegen Viktoria das eine Tor noch bekommen haben, haben wir halt super verteidigt. Wir haben halt mit Zimmo einen, der auch mal das 3 jetzt über die Linie drückt. War halt auch wichtig für uns, dass wir dann mit einem 2-Tore-Abstand da bisschen behutsamer in den letzten 10, 20 Minuten gehen konnten. Haben wir es dann nach dem 3-2, was auch jetzt nicht fallen muss, aber haben es dann in Unterzahl super verteidigt. Standen hinten, ja, gefühlt alle auf einer Linie. Hat sich jeder reingehauen, egal welcher Spieler, hat sich dann jeden Ball reingehauen. Und das war heute das, was uns das Spiel davor gegen Viktoria gefehlt hat. Und umso glücklicher, dass wir heute ein Tor mehr geschossen haben als der Gegner. Thank you.